Jetzt passt mal auf hier unten. Machen wir wieder Drillen. Können wieder eine religiöse Aktion auswählen. Klöster auflösen. Wir erhalten Geld. Stabilität. Wir gehen mal auf den Merkantilismus. Wir haben ja jetzt momentan eh schon Stabilität von 2. So, hier oben. Jetzt sind wir schon durch. Das heißt, hier können wir weiter nach Süden marschieren. Jetzt haben wir nur noch 5. Das heißt, hier können wir auch gleich noch investieren. Und dann wieder in die Diplomatie. So, Militär. Die Tertio-Infanterie ist besser als die Condotta-Infanterie. Für Diplomatiepunkte. Okay, wir gehen mal hier weiter. Vizekönig. Goldenes Zeitalter minus 10%. Das haben wir ja momentan schon. Na gut. Was ist denn das nächste? Regeneration Seeleute 10%. Seeleute unterhalb minus 10%. Hm. Bin aktuell am Achievement Mare Nostrum. Was musst du denn da machen? Für Mare Nostrum. Ah, hier steht's ja. Römische Reich gründen und alle Mittelmeerprovinzen besitzen. Alle Mittelmeerprovinzen besitzen. Römische Reich. Oh, das hört sich aber. Da musst du ja ziemlich genau, ziemlich viel Provinzen hier dir zu eigen machen. Das ist, denke ich mal, noch ein eher fortgeschrittenes Achievement. Sehe ich gerade, wir können ja reformiert doch hier. Nee, können wir nicht ändern. Oh, sehr ärgerlich. Immer mehr Provinzen werden hier reformiert, statt dann anglikanisch. So, verbesserte Reputation plus 1. Das hätten wir mal letztes Mal gebraucht, oder? Was war das, als wir so wenig Reputation hatten? Mittlerweile sind wir wieder bei plus 2 angelangt. Theoretisch könnte man noch Bündnispartner holen. Bündnispartner. Österreich ist ja jetzt weg. Den Osmanen zum Beispiel. Polen, England. Oh, der hat jetzt sogar rivalisiert. Rivalisiert. Hm. Wer würde sich denn da noch anbieten? Ich wollte ein Bündnis mit uns machen. Okay, lass mal aber gut sein. Ich überlege gerade, ob wir hier noch irgendjemanden haben, der eventuell als Bündnispartner in Frage kommen würde. Dänemark, Moskau als Rivale. Ja, Dänemark ist ja mit dabei. Oh, so viel Brunnen. Ja, eieiei. Das heißt, da musst du ja auch den Osmanen komplett ausschalten. Eieiei. Das sieht ziemlich stressig voraus, Mensch. So, jetzt pass mal auf, die Admin-Technologie können wir auch noch machen, weil wir hier auch. Was bekommen wir denn dafür? Verbesserte Welt? Baugeschwindigkeit, Schiffe? Nee, wir machen als nächstes wieder die Technologie hier. Wir verlieren schon wieder Dukaten oder wir hauen die Professionalität raus. Ja. Okay, wir machen das mal und ich hau jetzt mal hier einen Anführer raus, weil wir die momentan nicht brauchen. Zum Beispiel hier den Admiral. Weil uns das auch wieder einen Machtpunkt kostet. Ansonsten müssen wir mit unseren Schiffen, die hier einfach so vor Ort liegen, die machen ja gar nichts momentan, können wir ja auch noch ein bisschen rumfahren lassen. Haben wir noch einen Entdecker?
wir noch einen Entdecker? Ich glaube fast nicht, oder? Der Entdecker gehört auch wieder hier zu den Anführern dazu. Das ist irgendwo. Der Andrew Howard ist doch ein. Andrew Howard ist doch ein. Conquistador. Aber der hat unglaublich gute Werte. Nö, dann machen wir es so, dann werden die Leichenschiffe erstmal wieder auf Handelsschützenmission gehen. Da können wir sogar ein bisschen Profit machen, 1,5 Dukaten. Und die anderen Schiffe werden erstmal eingemottet. So, wann können wir denn hier in die Technologie investieren? 1545. Oh, und jetzt müssen wir ja dann Krieg führen, fällt mir da gerade ein. Das heißt, wir machen gleich mal einen Anspruch auf zum Beispiel Rennen. Und wir bringen euch mal die 24.000. Bringen wir mal gleich hier hoch. Damit hier zwei Armeen hier oben stehen. Hallo Dinor. Hallo Centuros. Und dann wären wir hier. Er hat jetzt nur Frankreich und Münster. Ne? Münster als Bündnispartner und Frankreich garantiert Unabhängigkeit. Ich bin mal gespannt, ob Frankreich jetzt hier mitkommt, wenn wir Krieg erklären. Obwohl wir immer noch den Friedensvertrag haben. Bis 1552. Vielleicht können wir euch sogar komplett einnehmen. Aber ich bin mal gespannt, wie es hier mit der aggressiven Expansion dann ausschaut. Ob es da auch noch so schlimm ist. Da hätte ich eigentlich die Leichenschiffe gleich mal wieder hier lassen können. Hat ja keinen Sinn, dass wir hier die dann rumfahren lassen, wenn wir eh gleich wieder Krieg führen und eventuell Frankreich mit der Flotte rauskommt. Jack the Ripper 91, vielen Dank für dein Folgen. Meld dich im Chat, wenn du Lust hast, sag mal Hallo. Würde mich freuen. Dann nehmen wir euch mal hier rüber. Dann werden wir hier gleich einfallen. 24, 24. Wir könnten theoretisch. Es kommt ja nur Frankreich. Frankreich hat ja nichts. Ich bin schon wieder viel zu vorsichtig. Frankreich hat doch nichts mehr. 19.000 haben die noch. Na gut. Bis wann geht der noch? Mai 1545. Da machen wir uns dann auf Richtung Bretagne und schauen mal, ob wir da einiges einnehmen können. Dann Schottland besitzt die Freiheit, gewinnt als Besitz zu beanspruchen. Ja, die können nicht mehr viel machen. Die werden demnächst auch von der Karte getilgt. Frankreich ist keine Großmacht mehr, ist auch verständlich, so wie es hier ausschaut. Können wir eigentlich hier schon wieder was machen? Achso, wir haben immer noch die Debatte am Laufen. Eingeborenenaufstand, okay. Wir investieren in die Admin-Technologie. So, März. Wir können einen Staat begründen, jetzt auf einmal, komischerweise. Wir hatten doch die Bereiche hier schon die ganze Zeit. Ah, okay. Wir können den Staat begründen, weil wir in die Admin-Technologie investiert haben. Und deswegen unser Limit quasi erhöht wurde. So. Kernprovinz kann ich natürlich wieder nicht machen, weil ich keine Punkte mehr habe. Und wir haben zu wenig Sitze im Parlament. Wir haben, es fehlt noch eine Provinz. Dann nehmen wir halt einfach wieder hier oben eine. Ist doch wahrscheinlich wurscht, welche. Wie glorreich England schon ist? Ja, ziemlich glorreich, würde ich mal sagen, oder? Also ist schon ziemlich groß. Und so in 10, 15 Jahren rechne ich einfach mal damit, dass wir dann auch Schottland bekommen. Hoffentlich. Jack the Ripper. Schön, dass du dich meldest.
Machen ja nicht immer alle. So, jetzt können wir hier Krieg erklären und wir schauen mal, ob wir eventuell noch einen Anspruch durchbekommen, damit wir weniger Punkte verbrauchen. Auf Armor. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir hier was zu reißen bekommen. Ist das komische Weiße in Französisch-England? Was hier meinst du? Was meinst du? Krieg erklären, Eroberung von Rennes. Frankreich kommt mit, okay. Frankreich können wir nicht anticken. Ah, wir können es nicht anticken, weil wir immer noch den Waffenstillstand haben. Die kommen natürlich trotzdem mit. Das heißt aber, wir können uns von Frankreich was holen. Theoretisch. Wir müssen mal schauen, wie es überhaupt dann ausschaut mit der aggressiven Expansion. Wenn man Münster anticken, kommt Aachen, Mainz, Pommern mit, brauchen wir nicht. Bei uns kommt niemand mit. Münster. Wo ist denn eigentlich Münster hier? Ist wahrscheinlich hier irgendwo. Münster. Hier ist Münster, hier oben. Ach, das sind ja doch drei Provinzen. Aha. Na gut. Wir schauen mal, ob er überhaupt rüberkommt. Was ist mit Delay? Eigentlich ist kein Delay eingestellt. Vielleicht müsst ihr einfach mal den Stream kurz neu laden. Vielleicht hat sich da was eingeschlichen bei dir drin. Aber normalerweise, also auf Twitch sind es so ungefähr immer so 10 Sekunden, 5 bis 10 Sekunden Delay. YouTube ist nochmal eine Ecke länger. Aber ansonsten, wenn du mal ganz kurz was schreibst, dann antworte ich dir sofort. Ich lese nicht immer sofort vor, deswegen vielleicht. Dann antworte ich dir sofort und dann siehst du ja gleich, wie schnell es geht. Also. Oh, wir verlieren jetzt trotzdem Stabilitätseffekt, weil wir immer noch die Staatsehe haben. Und Kriegsmüdigkeit plus 1. Na gut, aber das können wir machen. Das ist okay. Okay, Stabilitätseinbruch ist klar. Test. Und jetzt marschieren wir gleich mal hier rein. So, ich hoffe, ich erwische ihn auch gleich. Schön ohne Moral erwischt. Ich habe den Chat extern auf dem Handy auf. Vielleicht liegt es daran. Kann natürlich sein, ja. Das kann natürlich sein. Oh, hier sind wir schon durch. Dann haben wir einen. Oh, der Belagerungsgeneral muss natürlich hier hoch. Der Dreier. Oh, hier sind wir auch durch. Können wir denn mit den Schiffen vielleicht mal hier rüber? Weil die jetzt demnächst rauskommen. Und er hat zwei Burgen. Jetzt sehe ich es erst. Tatsächlich zwei Burgen noch hier drin. So, Kernprovinzen. Dann schauen wir mal, was Frankreich macht. Momentan steht er hier unten. Da kann er aber ruhig mal stehen bleiben. Wie sieht es mit Multiplayer am Wochenende aus? Dieses Wochenende ist schlecht. Ich glaube, da hatte einer keine Zeit. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber irgendjemand hat er an diesem Wochenende. Aber nächste Woche wird bei mir auch noch gehen. Witzel. Also wenn du dir nächstes Wochenende freihalten kannst, eventuell wird es da funktionieren. Was ich für Bündnisse habe, ich habe Bündnis mit aktuell Dänemark, Kastilien und Portugal. Und wir haben bereits hier anglikanisch als Staatsehe, wollte ich schon sagen, als Religion. So, Belagerung haben wir verloren hier unten, das ist aber okay. Das holen wir uns später dann wieder schön zurück. Ist jetzt hier oben? Ah, hier oben ist die Münsterarmee, die ja auch belagert. So, hier sind wir durch. Wir marschieren hier mal runter.
Oder soll man noch warten, bis die 19 hier durch sind? Wir haben gewonnen. Einmal hier. Dann fangen wir einfach mal hier oben an. Wir könnten theoretisch gleich mal hier hochlaufen zum Münster. Und die rausholen, damit wir eventuell Münster, jetzt verschwindet er schon von selbst wieder. Wie KI immer gleich weiß, dass wir hier hochlaufen und sich dann verzieht. Gibt's doch gar nicht, oder? So, hier oben sind wir auch durch, das ging schnell. Dann bringen wir mal unsere Truppen hier runter. So, jetzt schleichen wir uns einfach mal ganz heimlich an, damit es nicht bemerkt. Oh, jetzt. Und da läuft er schon wieder weg. Können wir denn rüber nach Münster? Moment, Lüttich? Wo war denn jetzt Münster? Hier oben. Okay, wir können direkt durchlaufen, das ist schon mal sehr schön. Dann machen wir das doch. Während wir hier mit der 28er Armee hier bleiben. Jetzt läuft er hier hoch. Den holen wir uns. Okay. Erwischen wir noch. Wir haben gewonnen. Uiuiui. Hier oben kommt Münster runter. Ah ja, das war jetzt gar nicht mal so knapp, Mensch. Das war jetzt gar nicht mal so knapp. Na gut, wir werden erst mal Münster rausholen, damit die schon mal weg sind. Damit die hier keine neuen Armeen ausheben können. So. Also, dann bleiben wir mit dir hier mal sitzen. Haben wir eigentlich jetzt schon das Truppenlimit erreicht? 3000 könnten wir uns theoretisch noch holen. Wir könnten uns noch 3000 holen. Ich würde das fast machen. Aber solange er hier oben rumläuft, macht es keinen Sinn, weil dann kommen die hier raus und dann werden die einfach nur weggeschnappt. Wie die KI die Festungen ignoriert, ja. Das haben wir ja beim letzten Mal auch schon diskutiert, ne? Die einfach mal durchlaufen. Nach Lust und Laune. Wir können Verbündete rufen, jetzt auf einmal. Portugal würde mitmachen. Ich glaube, wir schaffen das aber auch alleine. Und wir brauchen nochmal 140 Admin-Punkte. Die Frage ist jetzt, ob wir die Bretagne zum Vasallen machen können. Ich würde mir gerne die Punkte speichern. Ich würde mir gern die Punkte sparen. Immer schön langsam. Damit wir hier keine Kernprovinz machen müssen. Nee, das war jetzt nicht auf dich gerichtet, Jack the Ripper. Das war, weil das Thema genau auch beim letzten Stream aufkam. Wie die KI quasi einfach nur durchlaufen kann. So, minus 21 hier oben. Sind wir bei 0, das heißt, wir können Münster demnach gleich mal herausnehmen. Wo läuft er denn hin? Läuft er hier hoch? ...42, jawohl. Kolonialabenteuer, was haben wir denn? In Seestreitmacht investieren. Kosten diplomatische Technologie wird gesenkt. Okay. Ja, dann machen wir das mal. Und ansonsten. KI cheatet, ja. Sonst hätte sie ja überhaupt keine Chance gegen uns. So, Münster ist durch. Jetzt schauen wir mal, ob wir die schon so rausbekommen. Jawohl, wird sogar gehen. Wir holen uns noch ein bisschen Geld, vielleicht auch. Vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. X-Reparation geht auch. Geht denn? Oh, englischer Vasall wird gehen. Das wäre englischer Vasall. Sollen wir uns Münster als englischen Vasall holen?
Soll man das machen? So, hier mitten im Heiligen Römischen Reich? Eher nicht, sagt der Titzel. Ist wahrscheinlich schwierig, oder? Dann wären wir wahrscheinlich gleich Kriegsziel. Dann klagen wir die einfach nur so raus. Also Kriegsreparation. Kriegsreparation und Kohle. Handeln nur in ihrem eigenen Namen. Okay. So, dann sind die nämlich gleich mal hier draußen. Dann laufen wir hier rüber. Der zweiten Armee. Das Wunder des Lebens. Gesegnet sei Mary, die erste Jean und ihr neugeborenes Kind. Wir verlieren Kriegsmüdigkeit. Das passt ja wunderbar, weil die jetzt eh schon bei 2,19 ist. Wir haben ja einen Punkt bekommen durch die Staatsehe, die wir hatten. Mit dem Heiligen Römischen Reich schwierig, ja. Dann Belagerung von Anjou ist durch. Dann holen wir uns gleich mal die 10.000 hier oben. Hier oben haben wir auch gewonnen. Dann holen wir uns noch diese Burg. 44% Kriegsstand aktuell. Geht denn schon Vasall? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Wahrscheinlich noch nicht. 183. Oh, da hat nur Bretagne was dagegen. Also ich würde schon sagen, wir machen den zum Vasallen und integrieren den dann einfach. Ich will mir die Punkte wieder sparen. Auf alle Fälle. Kolonien sind immer noch nicht fertig. Und dann können wir nämlich 55 auch gleich einen Anschlusskrieg gegen Schottland führen, wenn wir schon gerade dabei sind. Hier sind wir durch. Dann auf nach Poitois. Hallo Ramando von Ebersberg. Nicht mehr die Chance, Frankreich in eine Personalunion zu zwingen. Können wir denn von Frankreich können wir uns wahrscheinlich nicht viel holen, oder? Schauen mal. Wir würden auf alle Fälle schon mal rausgehen. Englischer Vasall geht nicht. Aber wie kann ich denn die in eine Personalunion zwingen? Das geht doch gar nicht. Wir könnten uns höchstens noch ein paar Teile hier holen. Würden wir auf alle Fälle von Frankreich auch noch ein bisschen was holen. Zum Beispiel hier die Küste entlang. Damit wir hier mal dicht machen. Eventuell hier oben die beiden noch. Hier unten, das können wir uns auch noch holen. Jetzt läuft er wieder hier hoch. Der Schuft. Er müsste mit dem Wiedererrichten der Union Kriegsgrund Frankreich direkt angreifen. Brauchen wir jetzt nicht lang rummachen. Wir müssen mal schauen, Frankreich holt sich hier nämlich doch noch ein paar Soldaten. Der hat jetzt hier 28.000 stehen. Jetzt gar nicht mal so schlecht ist. Aber dann werden wir mit vereinten Kräften werden wir ihn angreifen. Wir könnten auch noch hier die könnten wir ja auch noch hier anlanden. Ich meine, die stehen hier nur rum und dann nehmen wir die mit. Dienstangebot aus Bretagne wird gleich mal abgelehnt. Soweit sind wir noch lange nicht. So, hat denn Frankreich noch irgendwo Schiffe hier oben? Hier unten hat sie noch Schiffe. Bringen wir uns mal in Position, nur falls er jetzt meint, hier rüberlaufen zu müssen, um selbstmörderisch hier vielleicht seine Männer zu opfern.
So, 28%, 7%. Hier ist er bald durch, das ist aber okay.